Leute, dieser Unterschied zwischen uns und Deutschen gibt es schon. Das ist klar. Aber das ist normal. Das ist wirklich normal. Warum? Weil bei Deutschen läuft alles eins nach dem anderen. Bei denen ist alles logisch, weißt du. Die kommen auf diese Welt, dann Schule, dann Arbeit, dann heiraten. Und Leben geht's weiter. Und bei uns ist anders. Zum Beispiel bei mir in Bosnien. Ich schon im Mutterbau Stress habe. Weil du musst da aufpassen, wenn eine andere Kind Beziehung haben, du gar nichts auf diese Welt kommen. Die kommen im Bau, du raus. Verstehst du? Du musst da schon aufpassen. Und dann Schule, meine Gott. Dir gefällt eine Ausbildung, aber Mutter sagt, nein, du bist mein Sohn, diese Arbeit, scheiße, du musst diese und diese Ausbildung machen. Du, mein Sohn, du musst Arzt werden. Und dann schicken in die Schule. Du, keine Ahnung, für Arzt braucht man Kopf. Irgendwann mal aufhören, was bleiben übrig? Schaufel. Schaufel übrig bleiben. Und heiraten bei uns, das ist das Schlimmste. Schlimmste, was es gibt. Keine Chance, eine Frau finden, wo Mutter keine Beziehung findet, dass die zu deiner Familie gehört. Ich habe Freundinnen haben, wollte heiraten. Und meine Mutter, und wie heißt sie? Und ich sage so und so, aufpassen, das ist deine Cousine. Wie Cousine, Mama? Ja, ihr Opa aus diesem Dorf, unsere Oma aus diesem Dorf nebeneinander, die zusammen Schafe aufpassen, vielleicht da was passiert, lieber Finger weg. Da musst du entweder Schluss mit Freundin machen oder Schluss mit Mutter machen. Deswegen bei uns alles kompliziert. Meine Frau, diese Deutsche, das war die einzige Frau, wo meine Mutter nichts finden, dass wir zur Familie gehören. Alle anderen waren Cousinen.